Moin meine Freunde des Mario Mystisch und willkommen zurück zum nächsten Part von Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Nicht Super Mario Bros, wie ich im letzten Part gesagt habe, glaube ich. Vorletzter Part. Hier waren wir schon drin im Item Shop. Wir wollten mal. Da unten waren wir auch schon drin. Die Rede haben wir mit den Leuten auch schon. Wir hatten vor, in den Wald zu kehren. Glaube ich. Oh, das ist ein Secret. Oder? Tatsache ist ein Secret. Was sollen wir nun tun? Sollen wir wieder rausgehen oder wieder in den Wald kommen hier oder? Forest Maze, ja. Ein Labyrinth, okay. Mushroom aufgesammelt, super. Ja, schmeißen wir mal weg, haben wir ja schon genug Items. Ein Labyrinth. Muss ich sagen, macht mir ein bisschen Angst. Wiggler. Oh, oh, oh. Neue Gegner. Wigglers. Hä? Doch, ich wollte sagen, hä? Okay. Mal sehen, was der so kann. Okay, der stärkt sich. Mal sehen, wie viel Mellow Schaden macht. Ja, gut. 12, okay. Ja gut. Na, sein Nahkampfangriff macht viel Schaden. Aber okay, es ging jetzt. Alles klar, kommt immer mehr raus. RIP. Geh wieder mal rein. Bong. Sind wir denn jetzt gelandet hier? Hä? Wo bist du denn? Was seid ihr alle? Okay. Oh Gott, er setzt Sporen ein. Probier's mal damit. Gutes Timing. Lightning Orb, das kann er nicht blocken. Sagen so viel Schaden dürft es aber nicht machen. Weil Mario gleich down ist. Also Vorsicht ist geboten. Oh, ich hoffe, er überlebt das. Oh, es geht auf Mellow. Jetzt machen wir nicht fertig. Reicht mir. Ein paar Erfahrungspunkte. Sieht gut aus. So ein bisschen kämpfen können wir, dann wir auch mal wieder ein Level aufsteigen. Ist schon eine Weile her. Ein bisschen Level aufsteigen können wir ja auch.
wenn wir nicht zu underpowered sind. Ich will natürlich auch nicht zu overpowered sein, weil das auch kacke ist. Ist ja auch langweilig in einem Let's Play, weil ich viel zu stark bin, alle Gegner immer One-Hitte und... Was hast du Mellow angetan, du Affe? So, der wird aber geheilt dadurch. Alles klar. Boris ist... Alles klar. Was? Guck mal, sogar oben bei der Lebensanzeige werden sogar die Bilder geändert, wenn die Pilze sind. Oh, ist das nervig. Mach ich fertig, Mario. Danke. Dann brauchen wir den noch bis zum nächsten Level ab. Einen noch, das ist natürlich wieder super. Komm, machen wir dich kurz fertig. Hey, könnt eh nichts. Ich träum mal weiter. Was denkt ihr, was ihr könnt? Was bildet ihr euch ein? Ich bezweifle, dass ihr irgendwas könnt. Wir haben euch in der Kanalisation, glaube ich, das erste Mal getroffen. Heißt, so stark könnt ihr nicht mehr sein. Wir sind ja schon ein bisschen weiter hier. In der Kanalisation war die auch noch nicht wirklich stark. Okay, Mario, Level 7. Müssen wir auf Leben noch? Okay, wie sieht Mellow aus? Was? 23 Punkte noch bis zum nächsten? Lol. Alles klar. So, dann gehen wir mal weiter hier. Nö. Hornisse? Und Donkey Kong? Hey Donkey Kong. Boah, 74 Schaden jetzt. Attack up, lol. Gorilla. Super Name für den Gegner. Okay, was erwarten wir noch, weil der natürlich sehr, sehr stark ist. Wahrscheinlich auch gute Verteidigung hat. Da müssen wir anders rangehen. Mit dem Fire Orb. Natürlich. Oh Gott, dem ist voll ins Gesicht gelaufen, dem Wiggler. Ach Junge, hör mal auf. Psychopath. Ich weiß noch immer nicht, was dieses Psychopath macht. Aber es macht irgendwas sicherlich. Sollte ich vielleicht mal googeln. Schön geblockt. Mario regelt. Das haben wir natürlich das Problem, dass hier ganz viele von den Baumstämmen sind. Die alle natürlich theoretisch Röhren sind. Also müssen wir auch überall langlaufen und uns angucken mal hier. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts bis auf ein paar Gegner. Okay, alles halb so wild.
Oh, geh weg, Junge, mit den Sporen. Oh, Junge. Oh, wow, was hat das ordentlich gemacht? Was hat der nervig gesagt wieder? Er hat zwar keine Chance, schnappt er halt. Mario, komm mal wieder raus hier aus deinem Kasten da. Ich schicke dir. Heute Spiele, die mich auf jeden Fall auch noch freue, sind vor allem die Paper Mario Spiele. Die freuen mich sowieso, wenn wir die spielen, auf die Mario und Luigi Spiele. Aber vor allem Paper Mario wird extrem cool, glaube ich. Vor allem, worauf ich mich natürlich am meisten freue, so noch dauern, bis das kommt, und wenn das kommt, Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Das wird so genial, wird das. Ich habe es selber nie gespielt, ich kenne nur ein Let's Play ein ganzes. Von ein, zwei anderen Let's Plays ein, zwei Parts, aber dieses Spiel ist so genial. Oh Gott, sind die viele Gegner. Also wie viel Schaden Mario macht, wenn wir das perfekt machen. Aber war leider nicht perfekt. Nee. Nee. Thunderbolt, bitte. Mit gutem Timing? Ja, perfekt. Oh, geh weg, Junge. Ah, daneben. Am Arsch. Ha. Kaputt. Mellow ist gleich down, aber alles halb so wild. In die Heilung einfach mal kurz. Man steckt Mellow halt gleich auch ein Level auf. Alles halb so wild. Mellow ist Profi. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch Gino. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt das zweite Sternstück haben. Hoffe ich zumindest. Dass wir das dann bekommen. Also bitte ihn. Also das Sternstück auch und ihn. Natürlich cool, wenn wir noch vor dem Bosskampf bekommen für das zweite Sternenstück. Aber ich hätte eher dazu, dass wir ihn erst danach bekommen. Ich wollte sagen, jetzt steckt auch mal bitte auf hier. So. Bisschen Angriff-Boost. Okay. Hier ist auch so weiter nix. Hier Fragezeichen. Ah. Oh, okay, das ist gut. Donkey Kong gibt mir viele Erfahrungspunkte. Das sieht echt einfach aus wie so ein aus der Familie. Zum Beispiel Donkey, das sieht aus wie ein Gemisch aus Donkey und Funky Kong. Also, vielleicht sehe ich das auch nur so, aber ich finde, das sieht aus wie ein Gemisch aus Donkey und Funky Kong. Irgendwie. Abgesehen natürlich von den ganzen, von den Ketten und sowas, die da gelegt ist. Aber der ist auch down. Mellow haut ihm mal richtig aufs Gesicht und dann ist vorbei. Irgendwie Able Juice und dann
Ist so, wie es sein soll. Ich nehme Schacht. Das war mal knapp. Ich finde es auch ein bisschen weird, dass hier Röhren Bäume sind. Wir dürften gleich fertig sein mit den Röhren. Ah Gott! Ich hätte das Timing verkackt, aber habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte einen Ticken zu früh gedrückt. Aber alles klar. Oh, Leute. Oh. Meldout heilt richtig aus. Aber das Spiel gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Also, ich muss sagen, Super Mario RPG ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das halt für damals, für das allererste Mario RPG in dieser 2,5D-Grafik. Gut. Man hat sonst nichts zu. Einfach gut. Oh, Mellow. Geblockt. Und. Krass, reicht noch nicht. Boah. Okay. Also haben die nicht nur hohe Verteidigung und hohe Angriff, sondern auch gutes Leben. Mama, rette mich. Haben wir jetzt schon drin? Ja, passt. Nein, war klar, dass die hinterste Röhre vermutlich die richtige ist, aber... Allein zur Vollständigkeit halber mussten wir uns alle angucken. Hey, weg da! What the fuck? Hä, wo sind wir denn jetzt gelandet? Sind wir in einem anderen Bereich oder so? Ich gucke die ganze Röhre nicht nochmal an. Das mache ich jetzt nicht nochmal, aber... ich bin verwirrt. Alles klar. Was geht hier ab, Junge? Ah gut, dass wir mit zwei Angriffen die Dinger mittlerweile platt bekommen. Wenn einmal Mario und einmal Mellow draufhauen, das reicht super. Okay, diesmal hat es nicht ganz gereicht, aber der hat vermutlich nicht mehr viele KP, vielleicht noch 5 oder so. 10. Viel auf jeden Fall nicht mehr. Und super. Okay, wo sind wir gelandet? Room ist ganz gut. Ja, so viel Pure Water benötigen wir nicht. Oh, und jetzt kommt hier dieses Dings. Meine Güte. Ja gut, die Erfahrungspunkte sind ja schon wichtig, ne? Diese Spielen. Also ganz meckern sollten wir nicht. Das ist ein bisschen Kämpfe, aber es könnte sein, dass ich vielleicht in Zukunft, wenn es so viele Kämpfe in dem Part sind, die auch rausschneiden, dass wir einfach auf mehr Inhalt in dem Part kommen, nicht nur ganze Zeit kämpfen. Könnte sein, heißt nicht, dass ich das mache,
Aber wenn ich es mache, werde ich das definitiv nochmal erwähnen in dem Part dann, dass ich das dann ab jetzt mache oder so. Bruder, mach nicht diesen. Weil ich hätte hochspringen können, wollte ich aber nicht, weil noch irgendwas hier ist, weil einfach so ist da ja nicht hier der Weg. Hallo, nein, ich wollte schon so machen. Thunderbolt. Das Timing kann ich ja mittlerweile auch zum Glück. Macht natürlich vieles einfacher. Ja. So. Wieso dürfen die so oft angreifen? So unfair. Oh, der ist ein Sporn, ne? Ich glaube, ich krieg die Krise hier. So, komm, mach ihn fertig. Zeig ihm mal, wo der rechte und linke Hacke ist. Ja, perfekt, du. Und noch ein Honigsirup, das ist super. Hey, jetzt ja, hier ist nur Rückweg. Hey! Klaus. Aber gerettet. Und hier ist ein Speicherblock. Ich denke mal, wir werden im nächsten Part gegen den Boss kämpfen. Vielleicht auch nicht, aber ich denke schon. Das ist ein perfekter Punkt, um hier zu beenden. Wir sehen uns im nächsten Part an dieser Stelle hier wieder von Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Einen von diesen Seven Stars haben wir mittlerweile schon. Seit ein paar Folgen. Bis heute folgt bald. In diesem Wald vermutlich. Wir sehen uns. Bis dann. Achso, stimmt. Vergesst natürlich nicht, ein Abo dazulassen, um die Glocke zu aktivieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like dazulassen und konstruktive Kritik oder einfach einen netten Kommentar. Und das Video natürlich mit euren Freunden zu teilen. Und das Video zu favorisieren, obwohl man das heutzutage nicht mehr sagt, aber ich sag's trotzdem. Ich danke euch fürs Zusehen. Guckt in die anderen Videos rein. Bis dann und ciao.